Patientinnen mit metastasiertem Mammakarzinom haben spezifische Informations- und Betreuungsbedürfnisse. Rezent wurde unter der Federführung von Musa Meyer eine Umfrage durchgeführt, die sich der Patientenperspektive annimmt. Oberarzt Dr. Ferdinand Haselbauer, internistischer Onkologe am LKH Vöcklabruck, wird auf Basis dieser Umfrage relevante Fragen beantworten. Welche Wünsche und Erwartungen haben Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs an ihr Behandlungsteam? Herr Oberarzt Haselbauer, in der Vergangenheit wurden bei Patientinnen mit Brustkrebs enorme Fortschritte erzielt, was die Diagnostik und die Therapie betrifft. Warum ist Ihrer Meinung nach gerade zu diesem Zeitpunkt diese diskutierte Thematik so enorm wichtig? Ich glaube, das ist umso mehr jetzt wichtiger, weil wenn wir Innovationen im medikamentösen Bereich haben, dann müssen wir die ja auch optimal umsetzen können. Und Patientinnen mit metastasiertem Mammakarzinom sind ja in einer ganz besonderen Ausnahmesituation. Die meisten sind komplex erkrankt, haben verschiedenste Symptome. Ja, sie sind ja auch in einem Therapiekontinuum für den Rest ihres Lebens. Sie werden ja nicht mehr gesund. Das heißt, sie bekommen immer wieder neue Therapien, eine Linie nach der anderen. Die haben dann wieder verschiedenste Toxizitäten, mit denen sie ausgesetzt werden. Zusätzlich leiden sie noch an den Symptomen, die die Erkrankung selbst erzeugt, an den verschiedensten Lokalisationen im Körper. Und was wir nicht vergessen dürfen, sie machen natürlich auch immer wieder Rückfälle durch oder die Erkrankung verschlechtert sie ab und zu und braucht eben dann wieder eine neue Therapie. Und deswegen sind sie auch diesem emotionalen Stress ständig ausgesetzt. Und nicht nur sie, sondern ich glaube auch die Familienangehörigen und die Freunde. Welche Möglichkeiten stehen dem Behandlungsteam zur Verfügung, Informationen über dieses relevante Thema zu erhalten? Da gab es in der Vergangenheit eigentlich nicht sehr viele Untersuchungen, aber jetzt ist es so, dass wir neuere Umfragen haben. Die wurden in Amerika gemacht. Das war eine große Umfrage mit fast 600 Patientinnen mit metastasiertem Mammakarzinom. Die waren, denke ich, von der Population her vergleichbar mit Patientinnen, die wir auch bei uns sehen. Die waren im Durchschnitt 55 Jahre alt, waren im Durchschnitt 3,7 Jahre bereits metastatisch erkrankt. Ein Drittel von denen war noch im Arbeitsprozess, waren Kaukasier, so wie wir. Die Studie war mit sehr hoher Compliance. Über 90% der Fragebogen wurden beantwortet. Ich glaube, daraus können wir schon ganz gute Schlüsse ziehen, die wir auch auf unsere Breiten anwenden können. Welche Wünsche und Erwartungen sind es eigentlich, die bei diesen Patientinnen im Vordergrund stehen? Ja, das war eigentlich echt interessant. Zunächst hat man mal versucht zu erheben, wen wünschen sich denn die Patientinnen im Behandlungsteam? Ja, in erster Linie war das natürlich der klinische Onkologe, der sie betreut, den wünschen sie sich zu 100%, gut für mich. Aber da sollen noch viele andere in das Team hinein. Also an zweiter Stelle schon stand die onkologische Krankenschwester, die also eine spezielle Ausbildung diesbezüglich hat. Und dann kommen die anderen Ärzte, die hineingezogen werden müssen ins Behandlungsteam, Radioonkologen, Chirurgen. Zu 20% wünschen sie sich auch eine psychologische Mitbetreuung. Ja. Weiters hat man ihre Beschwerden und Nebenwirkungen erhoben, an denen sie leiden im Laufe der Erkrankung. Und das wurde bewusst in einen Topf geworfen, also nicht unterscheiden, kommt das jetzt von der Chemotherapie, kommt das jetzt von der Erkrankung, sondern was quält die am meisten? Und da kommen eigentlich überraschende Dinge für uns heraus, denn wir sind es ja gewohnt, dass wir in erster Linie über Übelkeit, Brechreiz, Neuropathie, Alopezie, Haarausfall also reden. Aber das ist nicht wirklich das, was sie beunruhigt, was sie quält, sondern im Vordergrund standen Dinge wie Müdigkeit zu 80%, 60% Schlaflosigkeit, andere Dinge wie Stuhlunregelmäßigkeiten, kognitive Störungen zu 40%, Schmerzen klarerweise zu 50%, und dann kommen erst die anderen Symptome. Man hat dann auch in dieser Untersuchung versucht, das zu korrelieren mit den täglichen Aktivitäten. Also wie stark schränken diese Symptome oder Nebenwirkungen, die geschildert wurden, die täglichen Aktivitäten ein. Und bei über 50% der Frauen, die geantwortet haben, war die tägliche Aktivität stark eingeschränkt. Das ist natürlich etwas, was uns die Augen öffnen muss. Man beobachtete auch so eine Art
Teufelskreis, der sich entwickelt. Denn wenn die täglichen Aktivitäten in welcher Form auch immer eingeschränkt sind, dann löst das auch emotionalen Stress aus, Ängste, Panikstörungen, Verzweiflung, Depressionen etc. Das wiederum führt dazu, dass auch die unmittelbaren Angehörigen, also Eheleute, aber auch Freunde, mit dem nicht mehr umgehen konnten. Ja? Das stürzt sie noch mehr in die Tiefe. Und das führt dann dazu, dass sie auch im Behandlungsteam nicht mehr in der Lage sind, das so zu verbalisieren, wie sie es sonst machen würden. Ja? Man will einfach nicht dauernd dastehen als der, der sich beschwert, ja? Der immer wieder neue Symptome schildert. Vielleicht sind sie auch dann so weit, dass sie sagen, es nutzt eh nichts, wenn ich darüber rede, man kann mir nicht mehr helfen. Ohne dieses Feedback hat das auch das Behandlungsteam dann mit schlechterer Qualität darauf geantwortet und insgesamt fällt dann auch die Zufriedenheit. Und das ist natürlich etwas, glaube ich, woran man viel arbeiten kann, ja, wo es Aufholungsbedarf gibt. Nachdem Sie jetzt diese Studie ein bisschen beschrieben haben, diese Umfrage von Musa Meier, was glauben Sie, wo sehen Patientinnen, wenn man jetzt auf diese Umfrage zurückgeht, Nachholbedarf? Wo können Sie sich verbessern im Sinne einer besseren Betreuung für diese Patientinnen? Ja, wenn man zusammenfassend sieht, dass eigentlich nur 50%, also nur die Hälfte der Frauen wirklich in der Lage waren, die Fragen zu stellen, die sie fragen möchten, oder dass auch nur zu 50% routinemäßig ein Assessment gemacht wurde, dann gibt uns das natürlich zu denken. Was auch auffällt, ist, dass 20-25% aller Frauen das Gefühl hatten, ich kann nicht schon wieder darüber reden, denn das ist ja das Gleiche wie letztes Mal, da hört mich immer keiner mehr zu, ich bin einer, der ständig sich über was beschwert. Zuweisung zum Psychologen, nur 2 von 5, wenn es notwendig war, das ist auch absolut verbesserungswürdig. Und ein interessanter Aspekt, den ich noch nicht erwähnt habe, 1 von 6 Patientinnen wollte überhaupt nicht über ihre Beschwerden oder Toxizitäten reden, weil sie gedacht hat, dann setzt er mir das Medikament vielleicht ab, das mir gerade so gut hilft. Also es gibt viel zu tun. Ich denke, man kann in erster Linie einmal eine definitive, routinemäßige Erfassung dieser Symptome und Nebenwirkungen bei den Patientinnen regelmäßig durchführen. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall geschehen. Das Zweite ist, dass wir offen mit ihnen umgehen müssen. Sie müssen wissen, sie können uns auch Kleinigkeiten erzählen. Wir sind nicht verärgert, wenn sie uns ein Symptom mehrmals berichten. Wir müssen unser Zeitmanagement anpassen. Das sind aufwendigere Patienten. Wir können das nicht in 5 Minuten oder 10 Minuten erledigen. Wir müssen da mehr Zeit widmen. Das gilt nicht nur für den Arzt, das gilt eigentlich für das ganze Behandlungsteam, auch die Nurse, die Krankenschwester, die mit einbezogen ist. Und wenn jetzt schon personalisierte Medizin in aller Munde ist, ja, darauf bezieht sich natürlich in erster Linie die medikamentöse Therapie, dann sollten wir hier anfangen, personalisierte Medizin zu machen. Diese Patientinnen möchten von dem Arzt behandelt und gesehen werden, der sie kennt. Das ist ja auch günstig fürs Zeitmanagement. Man kennt die Damen in- und auswendig, weiß, wo es hapert und kann auch dann da relativ rasch darauf einwirken. Wir sollten die Patientinnen auch in die Therapieentscheidungen und Optionen mit einbeziehen in die Diskussion. Das ist sicherlich auch etwas, was sie sich wünschen. Wenn sie nachgefragt haben, telefonisch Probleme haben, dann sollten wir darauf antworten. Wenn wir gerade nicht Zeit haben, dann zumindest sagen, okay, wir rufen in ein paar Stunden zurück. Aber einer des Behandlungsteams sollte sich melden. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, wenn Testresultate vorliegen, dann möchten die Ergebnisse natürlich so schnell wie möglich wissen und nicht auf glühenden Kohlen sitzen und nicht wissen, was weiter passiert wird. Also ich glaube, zusammenfassend, die Untersuchung hat uns schon gezeigt, wo es hapert und wo wir noch einige Verbesserungen anstreben können. Herr Oberarzt Haselbauer, vielen Dank, dass Sie sich kurz vor der Veranstaltung Experts on Tour in Linz noch Zeit genommen haben, diese wirklich relevanten Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Danke auch.